Hallo ihr Süßis, willkommen zurück zu System Shock. So, geht weiter, hier auf dem Reaktordeck. Ich habe ja mal gefragt, letztes Mal, was ist denn eigentlich so der rote Faden? Ja, den gibt's wohl schon, habt ihr mir geschrieben. Warte mal, wie komme ich jetzt? Da geht's weiter, den Rest habe ich. Aber man muss halt sehr aufmerksam spielen, hat der Andreas zum Beispiel gesagt. Und man kann auch schnell was verpassen, wenn man nicht aufmerksam ist. Aber bin ich ja eigentlich schon, so würde ich behaupten. Ich spiele halt nur sehr flott, ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie so viel Zeit verschwenden. Weil ich will ja auch Progress haben im Spiel, so ist nicht. Aber ich denke mal schon, ich komme da klar. Im Endeffekt geht es ja darum, Shodan aufzuhalten. Ich habe jetzt schon diese Platine hier. Den Schnittstellenmodulator und ich habe den Kopf von Abe Giran. Die Führungskraft an Bord der Citadel Station. Wird uns noch nützlich sein. Das sind halt Quest-Items. Solange ich die habe, wird auch alles irgendwie... Warte mal. So. Ja. Muss ich wieder von oben runter. Also im Endeffekt geht es ja darum, Shodan... Oh, das war's schon wieder. Shodan aufzuhalten. Ich kann mal kurz gucken. Und das sind halt die Schritte, die wir gehen müssen. Hier ist, glaube ich, zu, ne? Man kann ja Markierungen setzen, aber nicht wirklich genau bestimmen, was die aussagen sollen. Hier war, glaube ich, verschlossen wegen dem Hack. Warte mal, jetzt kann ich da hingehen. Und ja, man braucht, ich weiß ja auch mittlerweile dieses Waffenverhalten, dass man verschiedene Waffen für verschiedene Gegner besser benutzen kann, um sie zu erledigen. Ich dachte eben kurz, das ist so eine scheiß Kanone. Aber solange ich hier Strom habe, ist eigentlich ganz cool, weil die Spark Beam, die ist schon nice. So, jetzt kann ich hier rein. Oh. 0%! Juhi! Wir haben's! Ach, hier gibt's Munition. Das ist ja geil. Hier gibt's Pistole. Für 5 Credits. Und hier gibt's wieder Flechette. Oh, fein. Und noch ein Datenstick. Erstmal das Licht aus. Was war denn hier? Brandon Scott True. Überblick über die Citadel Station. Die als Forschungsstation eingestufte Citadel Station verfügt über eines der besten Sicherheitssysteme im Sonnensystem. Zum Schutz vor Überfällen ist sie mit einer Batterie von DEX-36-Raketen, 8 Kurzstrecken-Argon-Suspensionslasern und dem hochmodernen Tachyon-Bergbaulaser bewaffnet, der für militärische Zwecke modifiziert werden kann. In ihrem Inneren sind über 200 Sicherheitskräfte mit Sparkbeams, Magnum 2100ern und Schrotflinten bewaffnet. Ja, die haben wir alle schon kennengelernt. Wachen in besonders gefährdeten Bereichen verfügen zudem über Scorpion-Maschinenpistolen. Das ist an denen besser als eine Magnum, bitte. Die Waffenkammern wurden außerdem mit Magnetpulspistolen ausgestattet, für den Fall, dass Eindringlinge motorisierte Kampfrüstungen MKs verwenden. Die Arbeiten an LGXX Plasmagewehr gehen in die letzte Phase und wenn es fertig ist, wird es die stärkste Handwaffe sein, die es gibt. Aha. Um das Eigentum von der Tri-Op zu schützen, sind wir selbst die Spitze des Speers. Interessant, das Plasmagewehr. Voll schmisch. Ach, schon wieder eine Modkit-Station. Warte mal, ich werde mal speichern. Schadensmodkit, weil ich habe ja schon das mit dem Magazin-Upgrade. Dieses Modifizierungskit umfasst einen Rohransatz für die KE-41 und fügt einen Salve-Modus hinzu. Okay, jetzt... Ja, jetzt hat die halt noch ein bisschen mehr Platz. Heise. Das wollte ich jetzt nicht, Kinder. Jetzt... Doch kacke hier mit dem Platz. Ich bin echt ein bisschen überfordert immer. Wollen die nicht drehen oder so? Oh, nein! 127 Credits schmeiße ich weg, brauche ich nicht mehr. So. Da ist doch der Hund drauf. So. Oh, der Platz. Es ist so schlimm mit dem Platz hier, ne? Na, Kumpel. Oh, was hast du denn da? Zielidentifikator. Ja, ich habe ja... Ah, ich habe das ja auch, dieses... Aber habe ich ja schon gehabt, ne? Zielidentifikator. Ja, ich weiß, man kann die schwenken. Oh, normale Pistole noch. Man kann ja aber auch das Ziel analysieren mit Alt. Muss ich halt mal machen, ne? So, und hier gibt es noch Flechette und Drachen oder Munition. Und Pistolenmunition.
Na? Geil. So, perfekt. Und ich habe noch 87 Credits übrig. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen mehr verdampfen. Das habe ich jetzt schon... Ja, stimmt. Das habe ich mit dem Hack gemacht jetzt. Das Reaktor-Arsenal geöffnet. Da unten ist noch der Verwerter. Hier gibt es sonst nichts mehr, ne? Habe ich noch irgendwas übersehen? Vielleicht hier war das Cyberspace. Bei John. Habe ich jetzt großartig auf dem Reaktordeck bekommen, ist die Frage. War nice. Warte, muss mal. Standardmunition. Standard. Wie gesagt, ich muss erstmal gucken jetzt, was hier noch geht. Das habe ich doch schon gemacht, ne? Au. Warum geht das Sofortfluchtteil eigentlich nicht? Ich drück T. Wow, guck mal. Alter, das ging aber schnell. Ich war gerade schnell rausgeflogen. Also ich wollte ja raus, aber... What? Habe ich gemacht, aber ich weiß nicht ganz, was es gebracht hat. Unten ist auch noch hier irgendwas. Wir gucken uns nochmal kurz um, dann gehe ich einfach mal auf ein anderes Deck. Wir schauen einfach mal so ein bisschen. Wir ruinieren uns noch etwas. Wie gesagt, alleine schon, dass man immer wieder hier aufwacht, ist schon viel wert. Wenn ich die Decks mal gereinigt habe, dann ist halt gut, ne? Piep. Müssen wir vielleicht auch mal Notizen machen, wo ich das Zeug immer gefunden habe. Hier gibt's wieder die Patches. Habe ich denn noch? 72. Den Rest finde ich halt irgendwie... Ja, ich müsste vielleicht mal benutzen. Ich teste die vielleicht mal aus. Die anderen Sachen. So, verdampft. Ja, die Magnum, wie gesagt, ist ganz cool, aber ich habe halt noch nicht so viel Munition dafür. Aber wir behalten erstmal alles, wie es ist. Aber da ist ja irgendwas, was ich noch machen kann. Ich gehe nochmal hier rein, auch wenn ich sterbe. Ich will mal in den Kern nochmal gucken. Ne, warte, ich komme ja gar nicht in den Kern. War doch ein rotes Schutzschild davor. Ah, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wie kriege ich das rote Schutzschild weg? Warte mal, habe ich das vielleicht... Habe ich das vielleicht mit dem einen Ding, was ich da gemacht habe, entfernt? Wir gucken mal kurz. Nee. Nee, leider nicht.
Wie kriegt man das? Ich habe nämlich gedacht, bei dem hier habe ich es entfernt, wisst ihr? Ist futsch. Arsch. Alter Schwede, ich glaube, das killt mich halt echt, ne? Naja, wenn ich überlebe gerade so, aber trotzdem, das ist schon heftig, der Schaden. Und das meinte ich hier, das habe ich gedacht, hat den Schutzschild vielleicht entfernt. Ach Mann. Der Hack war ja nur für die Waffenkammer. Mag das nicht so planlos zu sein. Wir gehen jetzt einfach mal in ein anderes Deck und gucken mal, was da abgeht. So. Miau, miau. Dazu müssen wir dann wieder zurück auf das Forschungsdeck und da dann über den großen Aufzug auf die anderen Ebenen. Ein Stückchen Weg hier, ne? Mal für die Tür. Warte mal, der Recycler ist hier. Ah komm, ich habe noch nicht so viel. So, dann zurück zur Research. Ne, warte, Maintenance. Hier geht's ja auch noch ins Maintenance. Warte mal, hier waren die Platinen, oder? Ah ne, warte, das war abgeschlossen. Ich mache mal eine Notiz. Warte. Forschung. Türcode. So. Was haben wir hier noch gehabt? Hier waren auch diese Platinen, wie gesagt, ne? Okay. Okay, dann halt nicht. Krieg ich denn den Türcode her, bitte? Bäh. Eckviecher. In der Maintenance war doch noch, waren diese Dinger hier. Schnittstellenmodulatoren. Oh, hier war eine ganze Menge noch. Ich guck mal, ob ich jetzt so ein paar Türen öffnen kann. Door locked. No maintenance necessary. Ja, ja. No maintenance necessary. So, hier waren die Schnittstellenplatinen. Schreibe ich immer auf. Maintenance. Oh, wie heißen die genau, dass ich das auch weiß? Schnittstellenmodulator. Schnittstellen. Mod. So. Ja. Well. Door locked. No maintenance necessary. Ja, ja. Door locked. No maintenance necessary. Hallo? Okay, und das war die letzte Tür. Ich hätte nochmal, ah, da muss ich da. Wie ein Crowdspace. So. Oh, doof, dass die Tür kaputt ist.
Ein riesen Umweg. Door locked. Ah. No maintenance necessary. Necessary. Okay, dann brauche ich da auch erst noch Sachen für. Gut zu wissen. Dann geht es hier auch nicht weiter. Ah, wie gesagt, wir haben noch ein paar Stockwerke zur Auswahl. So ist es nicht. Aber da geht's zurück, ne? Ja. Nee, Executive und Maintenance. Power diverted to level R. Power diverted to level R. Power diverted to level R. Ah, okay. Ich komme noch gar nicht zum Executive. Executive. So, ach komm, scheiß drauf. Immerhin 8 Coins. Bitcoins, Baby. Der geht aber, ne? So, Storage und Flight. Oh, Storage. Storage hört sich immer gut an. So, neues Stockwerk, Leute. Was? What? Anna Porowski. Oh fuck. Ach, hier sind wir die ganzen Decks übrigens. Da können wir bei Lager, Wartung, Forschung, Medizin, Reaktor. Das Heine, normal. Normal, abgeworfen. Gamma ist abgeworfen. Laser wird aufgeladen, Rettungskapsel deaktiviert, Schild online, Reaktor Sollwert. Ah, interessant. Nochmal. Flugdeck. Bring dir bitte. Eine Gruppe von Überlebenden findet sich im Flug. Wir haben eine Basis, die in den Konventionsschächten im Süden. Alles klar. Das Wort Grey ist an die Wand geschrieben. Ja, das habe ich gerade nicht mitgekriegt, weil ich angegriffen wurde. Sorry. Deswegen habe ich es mal kurz angeguckt. So. Ja, ja, wieder mit Schädeln gespielt haben sie hier. Jetzt mal markiert. Sag mal. Storage. Da ist aber Strom aus. Oder an? Nein. Ui. Dann lassen wir wieder an, hä? Alter, was ist das denn? Ein Gorilla-Tiger. What the fuck?
Ja, ich kann mir denken, es gibt bessere Waffen als die, die ich gerade benutzt habe, aber ist ja auch scheißegal. Regen. Was ist jetzt drin? Ach, Drachenodem. Ach, guck mal, so muss ich sie nicht mal nachladen, wirklich. Macht er dann automatisch. Ne. Ach, kann man die Gegner nicht irgendwie wegziehen und recyceln? Scheiße, ey. Bittergranate. Aha. Gibt's irgendwie keinen Strom, kann das sein? Auf dem Deck so wirklich. Wer so Gorilla-Kackviecher? Tschüss. Was sind das? Das waren die Mediziner hier und die wurden direkt verwandelt in so Dinger oder was? Oder wie? Okay. Ich brauche gar nicht so viele, ne? Ich habe noch so viel Heilung. Komm, das reicht. Ich mache mir die später, wenn ich die benötige. Das ist mal der Cargo-Lift. So. Die Kackknarre, die ich nicht brauche. Die Magnum, die ich gut finde, schon so von der Idee her, aber... Ah. Standard Station Restoration Procedures online. Standard Station Restoration. Sehr gut. Ah. Alter. Jetzt wird's auf ewig verwesend hier im Raum rumfliegen, so ein bisschen. Oh. Was? What the fuck? Alter. Okay. Die normale Munition, ey, die ist gut gegen das Vieh. Und der Schaden ist auf jeden Fall signifikant höher, würde ich mal behaupten. Alter. Denn hier los? Die ganzen Biomutanten. Nee, dafür nehme ich nicht dich. Da ist mir jetzt die Munition wieder zu schade, wo ich am Anfang sagte, Pistole, scheiß drauf. Hä? Sag mal. Frech. Frech, frech, frech. Was ist denn hier das Deck? Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht, ne? Wird sich doch zeigen. Brocken. Geht's wahrscheinlich wieder nur raus. Das, was ich der andere Eingang gesehen. Ja. Ja. Okay. Kanze. Oh, ich bin müde. Der Hüpfen in der Hocke ist echt nicht leicht, wahrscheinlich. Oh. Alter. Wer hat denn hier gewütet? Ach du Scheiße. Also auch, aber ganz viele Eingeweide. Oh Gott, ich ahne Schreckliches. Du bist ein Scheiß. Ah! What the hell? Du bist ein Scheiß! Ach du Kacke, ey. Schüchen. Die Turbobewegungstreter sorgen für einen Geschwindigkeitsschub auf Kosten der Energie, wenn du Left Shift drückst. Was?
Krass, krass, krass. Oh, ich muss mich schminken, ganz kurz. Cool. Was? Ach, jetzt sehe ich ja auch diese Cooldowns oder die Buffdauer. Guck mal, der Blutstropfen. Voll gut. Voll gut. Munition habe ich noch für die... Ja, Standardmunition. Ich wünschte, dafür hätte ich ein Display, dass ich irgendwie recht sehe, wie viel Munition ich insgesamt noch für die Waffe habe. Das wäre ganz praktisch. A Mother! Oh, Bug. Ich fühl's total, aber dass er zu seiner Frau sagt, ich liebe Mr. Whiskers, ich würde gerne nochmal sehen, und ich zu seiner Frau selbst, ich liebe dich, ich würde dich gerne mal sehen, das finde ich so witzig. An meine Ehefrau, bitte sag Mr. Whiskers, ich liebe ihn. Ach, wie geil. Oh, ich find's schön, dass da noch ein bisschen Comedy mit bei ist. Ach, Mann, ey. Die. Ja, danke. Aha. Bisschen Angst hier. Oh, die Schuhe. Ich weiß nicht, ob ich die cool finde, weil... Es ist mir ein bisschen zu schnell. Ich bin auch nicht mehr so schnell hier. Was? Finde ich cool, dass die überall verteilt sind, die Kameras. Oh. War nicht gut aus, Kumpel. Wasn't sure about the bots, but I was wrong. I made a move for the plastic in storage one. He came after me and I barely escaped. The platforms are screwed up now and I found Wong's body. Bots on the fruit. Bastards. Gotta find a safe spot. Alter. Nett. Oh, jetzt habe ich zwei Pistolen. Meine ist besser. Ich glaube, wir haben Schranz. Das ist ja, wo ich Gitarrenriffs. Okay. Ich dachte, auf den Wänden steht Gray, ne? Hier, Cargo-Lift. Hä? Was? Ach, guck mal, das sind hier die Teile. So, Showdown. Wart diesmal nicht, dass wieder irgendwelche Roboter rausgestürmt kommen. Mich kaputt machen wollen. Upsala. Hoppala. Ach, das sind Explosivkörper. Ach, guck mal da. Munition sparen, hä? Tada! Ja, Shodi. Machst du jetzt. Bitte die ganze Verteidigung hier zerstören. Beziehungsweise den ganzen
Sachen, wie du mich scannen kannst oder entdecken kannst, ne? Lag da was hinter? Da ist ne. Oh, ich fand das ganz schlimm im zweiten Teil, diese Cyborg-Assassinen. Die immer so, auch so ganz süß geredet haben. So, oh, here I am, darling. Oder irgend sowas. Die haben auf jeden Fall immer so ganz komische Sprüche gehabt. Aber die fand ich echt gruselig, weil die waren stark und fies. Okay. Haben wir schon wieder alles. Geht gar nicht erst auf. Oh, dich hatte ich ja durchsucht. Hä? Das war's doch nicht schon. Nee, da hinten ist ja noch eine Tür. Rum, rum. Rum, rum, rum. Ja, ich weiß nicht, ob Schuhe irgendwie den Boost erhöhen. Ich würde mal sagen, so Beine würden den Boost erhöhen. Aber doch keine Schuhe alleine, ha? Huh? Okay. Komm. Ich esse Chips. Chips. Alter, das ist doch kein Storage. Oh, scheiße. Oh. Hört mal auf jetzt. Da geplatzt. Nope. Yep. Aha. Ein Schätzchen. I spy with my little eye. Hätte auf der Minimap gucken können, fällt mir gerade ein. Mal hübsch vorsichtig. Es könnten wieder riesen Viecher angerannt kommen. Diese kleinen dummen Arschgeigen, die mich einfach in die Luft sprengen, wisst ihr noch? Die sind cool. Diese kleinen Rollminen. Bom! Alles voller Gefahrenstoffe hier, ne? Schön. Oh ja. Extreme Strahlenvergiftung mal wieder. Na, eine Waffe, du Schwamm. Der Übergang hier nicht verzeichnet. Ach, komm mal da. Komm ich darüber? Ah! Scheiße. Ah, nein. Peter, ich mag das Sprinten nicht so gerne. Ah. Oh nein. Scheiße. Aber was haben wir denn? Heilung, ne? Ah nein. Scheiße. Das war falsch. Komm schnell. Was ist das aber für ein Pflaster? Berserker Kampfverstärker. Erhöht das Nahkampftempo und den Schaden um bis zu 100%. Berserker Toleranz 50%. Psychose. Scheiße, ich krieg eine Psychose danach. Ich das mal ja gewusst. Ja, ich wusste es ja, aber. Alter, was macht die Psychose? Oh geil, ich krieg Optics. Halluzinationen. Fett. Okay, das hat sich doch gelohnt. Was? What the fuck? Ha! Alter, ich sehe Feinde. Was? Oh my God, was ist das? Das ist ja cool.
Oh, wie lange hält das denn an mit der Psychose? Boah, dieses Sprinten ist gefährlich. Ich rutsch auch so ein Stück danach, wenn ich gesprintet bin. Kann ich dir nicht wieder ausziehen, die Stiefel? Das sind die Hardcore-Laser übrigens, die so ein Stückchen noch nachbrennen. Die anderen, die nur rumhüpfen, die sind nicht so wild. Aber die Nachbrenner sind übel, finde ich. Die machen richtig fett Damage. Oh. Das. Dem Pferdefanz. Halt schade, dass ich es nicht plündern kann, jetzt das Teil, aber. Scheiß drauf. I stashed an old prototype and virus pack in, along with some plastic. The Dakota storage room 9 is 8 feet. My log recording damage, so I hope you get this. Okay. Zielidentifikator V2 zeigt das aktuelle Ziel des Benutzers an, wenn du. Hä? Laserentfernungsmesser hat einen biometrischen Scanner, der den Zusatz des Ziels identifiziert und analysiert. Erweiterte Version könnte eine Verbindung mit dem entkoppelten System herstellen, okay? War gut. Ich muss halt mal nutzen, ne? Aber ich denke da nicht dran, jetzt Alt zu drücken. Hey, Sabo, I found some crates in the back when we were shuffling around inventory. When did we get these cerebral outworld rovers? I remember signing off on them and they're not listed in the inventory system. What should we do? Okay. Ich glaube, den Schrott lassen die aber auch so fallen, habe ich gerade gemerkt. Voll gut. Voll gut, voll gut. Okay, das Deck ist jetzt nicht so riesig bisher, aber es wird auch noch größer, habe ich den Eindruck. Au! In die Fresse! Boah! Oh, diese Bio-Gefahr-Kacke oder was die da schießen, aber ich krieg halt keinen Strahl, also keinen Schaden davon, so wirklich. Bio-Schaden meine ich. Ich krieg schon Schaden. Ja? Ist schon kaputt? Hallo? Lieber meiner Katze, wie sehr ich sie liebe. Nicht der Frau. Die Katze. Die wichtigste. Oha. Oha. Nee. Nee, ich komme später. Ich brauche erstmal Strom ein bisschen. Ich will jetzt nicht meine gute Munition überall verballern. Ich brauche halt irgendwas Normales hier. Und hier war ich auch schon. Und gut. Gut. Jo. Oh. Haben wir alles? So, und Kameras. Ist vielleicht doch nicht so riesig, das Deck. Wieder was. Hört sich ganz anders, als würde jemand auf
Rollen rumfahren. Was? 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 Oh, Scheiße. Darüber springen. Oh, ich komme nicht mehr rauf. Crap. Was ist das? Oh! Alter, Arschloch! Der letzte Schuss, ne? Der hat nur verfehlt, weil er mich gehauen hat. Der hat der getroffen. Was denn? Bidip. Endlich kann ich nicht mehr schnell rennen, weil die Energie aus ist. Das ist so. Oh. So gut. Oh, fein. Warte mal. Ist vielleicht ein bisschen verschwenderisch, dass ich die Batterien so benutze, aber im Endeffekt, naja, was soll ich machen? Ich will nicht meine gute physikalische Munition verballern. Das hat... Oh, leck mich doch. Lecken Sie mich. Kann ich ja doppelt benutzen? Ich warte lieber, bis es ausgelaufen ist. Ein bisschen blöd, ne? Mich einfach wieder von dem Kack erwischen. Ach. Hörnchen. So, haben wir. Warte, da ist noch was. Über mir wahrscheinlich. Ah, du lebst noch. Schmeiß dich doch mal ein bisschen anders. Der wirft dir aber auch so Kacke. Granaten wirfst du über Kopf und nicht aus dem Handgelenk. Mann. Da fliegen die nicht richtig. Du blöd, Mann. Kein Wunder, dass ich da nicht richtig hochschmeißen kann, wenn ich da hinziele. Arsch. So, sind wir wieder hier. Fein. Fein, fein. Da was? Alter. Ah. So. Dori, Dori, Dori. Okay. So, komme ich da rüber? Oha. Oha. Ja, dachte ich mir. Kraftbrücke ist deaktiviert. Oh, ich weiß schon, was ich machen könnte, aber... Oh nee, ich habe so keinen Bock, da rüber zu springen. Das ist kein Half-Life, Kinder. Hier springt man wie so ein nasser Sack, bisschen. Cool. Oh. Alter. Ah.
Natürlich kommt hier Arschbacken noch mit, ne? Ich wusste, dass es so was wie Bossfight hier unten gibt. Eure Waffen jetzt. Was? Natürlich ist nichts mehr frei. Okay. Sehr gut. Sagen wir mal ehrlich, Sprinten ist immer so eine... Was ist für ein Waffensymbol da oben? Sprinten ist so eine Faulheitssache. Ich muss gar nicht sprinten. Das mache ich ja nur, um schneller voranzukommen. Klingt komische Faulheitssache und, ne? Wenn Aufwand faul sein. Okay. Jetzt? Will die plündern? Jetzt. So, warte mal. Ach komm. So. Gut. Oh, da gibt's was für die Schrotflinte. Choke-Mod-Kit. Wird zur Verbesserung von SK-27 Schrotflinte verbessert. Verringert die Streuung. Dieses Kit enthält einen Choke, der in den Lauf der SK-27 eingebaut werden kann, um die Streuung zu verringern und den Schaden zu erhöhen. Oh, geil! Ah! I love it. Nächstes brauchst du jetzt nicht noch mehr Platz wie bei der Pistole. Ist aber auch gar nichts auf den Plattformen, ne? Das war's jetzt echt nur wegen der... wegen dem Choke? Ich meine, ist ja cool, ne? Aber... sehe ich nicht so ganz. Ne, wie gesagt, wenn ich da runterspringe, da ist halt auch nichts, ne? Wo es sich lohnt. Deswegen lasse ich das einfach. Brumm, 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 brumm. Voll gut! So, was haben wir noch? Hier ist nichts mehr, ne? Doch, da ist noch was. Ja, das war's dann. Aber ich muss doch irgendwo südlich noch die Leute finden. Hab halt die ganzen Schlüssel noch nicht. Hier ist natürlich auch nichts zum Heilen so auf dem Cargo-Deck, ne? Interessiert die gar nicht. Warte mal, da war noch mehr. Ich bin noch nicht hier. Oder eine Tür. Na komm. Prozent. Kaputt? Jetzt schon. Das. Oh.
Doke, for the win. Ja, zappelt, guck mal. Wie, wie, wie. Voll süß. Alter. Granatwerfer. The fuck? Warum habe ich keinen Platz dafür? Das ist doch scheiße. Oh. Was ist das denn? Magnet? Ach, dieses scheiß Pulsgewehr, ne? Oh, ich komme wieder. Ich hol mir den. Aha. Weißt schon, was passiert, wenn ich das aufmache? Hallo? Oh, das macht nicht auf, das fährt hoch. Okay. Scheiße. Fuck, Alter. Ah. Ah, ja, Arschgeigen, ey. Oh, ich bin schon... Oh, Leute, ich bin schon weit über der Zeit. Macht ja nichts. Ich mache jetzt hier Pause. Es ist mal ein längerer Part. Ich komme ja hier raus. Das habe ich... nicht vergessen, aber es hat mich trotzdem ein bisschen geärgert. Naja, wie gesagt, danke fürs Zusehen, fürs Liken und Kommentieren. Vor allem, ne? Macht das mal schön, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann bald schon wieder zu System Shock. Und ich habe nicht mal Platz für diese Kack-Pulsgewehrwaffe. Ja, bis dann. Tschüss.